Tür stellen. So, auf diesen Monitoren, also da und da, wenn jetzt Florian und ich jeweils unseren Text lesen. Es sind, wie gesagt, echte, authentische. Ich werd's nicht sehen ohne Brille. Da kommt was, das sind sehr, sehr große Buchstaben. Bitte sehr groß. Wirklich. Doch, doch, das ist derselbe Prompter, der sonst bei der goldenen Kamera benutzt wird. Danke. Den kriegt jeder hin. Also wir werden jetzt gleich unseren Text lesen von echten, tatsächlich stattgefundenen Gesprächen im Internet. Und ich werde vorher die Produkte vorstellen. Und ja, dann legen wir los. Du bist der Kunde, der immer einkauft, und ich bin der Verkäufer, ja? So, los geht's in der ersten Runde hiermit, ja? Diese tollen Fußballschuhe im stylischen Pink, Größe 42,5. Der Preis liegt bei 47 Euro. Von meinem Sohn im Schulsport einmal die Woche für circa 4 bis 6 Monate. Okay. Eine Frage noch. Riechen die Schuhe? Also, die Schuhe, die lagen jetzt ein halbes Jahr im Schrank, also nach Schweißfuß riechen sie nicht. Okay. Schade. Schon beim zweiten Produkt und ich stelle sie mal vor, du kommst dann rein. Es sind ja nicht immer nur Produkte, die man verkauft bei eBay Kleinanzeigen, sondern manchmal ist es auch ein Gesuch oder ein Angebot. Ja? So ist es jetzt beim nächsten Mal. Da geht es nämlich um diese stolze Summe hier. 500 Euro geboten wird, viel Geld für wenig Arbeit in Berlin und Umgebung. Bei diesem Angebot kann man sich schnelle 500 Euro Taschengeld dazu verdienen. Ja? Guten Tag, ich würde Ihnen gerne die Möglichkeit geben, 500 Euro in 5 Stunden zu verdienen. Hierbei handelt es sich nicht um Geschlechtsverkehr. Bei Interesse können Sie sich gerne melden. Ah. Guten Tag. Worum handelt es sich denn? Ja, guten Morgen. Es ginge darum, mich zu fesseln und mir anschließend in die Eier zu hauen. So, jetzt geht's um das hier. Eier. Genau, da geht's um ein Fahrrad. Ja, in der nächsten Runde hier ein Pegasus-Herrenrad zu verkaufen. Es ist gebraucht, aber dennoch in einem fahrtüchtigen Zustand. Kein Versand möglich wegen Logistik. Preis 250 Euro. So. Werter Herr, sagt, ist der angepriesene Drahtesel noch käuflich zu erwerben? Ein wahres Prachtstück. Vermögt ihr mir, den Zustand des Gefährts zu verraten? Mein Treu, eure wortgewandte Ausdrucksweise lässt mein Herz springen vor Freude. Der Drahtesel ist ein Produkt traditionsreicher Handwerkskunst und wurde vom Hofstab gehegt und gepflegt. Sofern euer Interesse geweckt ist, erwarte ich umgehend euer Angebot. Es soll euch nicht zum Nachteil gereichen. Ihr habt den Schalk im Nacken. Gewiss besteht Kauflust. Würden euch 240 Taler zufriedenstellen. Wann könnten denn eure Reiter in unserem Hofe eintreffen? Sofern ihr innerhalb der Stadtmauer wohnt, noch vor der Abenddämmerung. Ich werde sogleich meine Edelfrau um den Schlüssel zur Schatzkammer bitten. So. Ah ja. Das ist auch sehr gut. In der nächsten Runde wird eine Kindermütze, Größe 41, vielleicht zu nicht dem ganz schnäppchenhaften Preis von 2 Euro angeboten. Für 1,15. Also nein, tut mir leid, die Münze ist neu und deshalb möchte ich schon gerne noch 2 Euro dafür haben. Du Geier. Ah, das ist gut. Das ist toll, sowas will man haben, ja? In der nächsten Runde zu verkaufen, ein Original Fire TV Stick 4K für Amazon Prime. Super Schnäppchen für alle Film- und Serienfans, 20 Euro. Ist auf der Fire TV Box dein Amazon Prime Account drauf gespeichert? Nein, also ich setze das Gerät natürlich zurück. Du brauchst schon selber einen Account. Du Analbaron. Ich glaube, manchmal wollen die das gar nicht haben, oder? Man muss immer wieder dazu sagen, dass das echte Gespräche sind. Man denkt, dann haben sie es ausgedacht. So, zu verkaufen ist in diesem Fall jetzt hier das hier, ne? Ein Kaffeetassenset in Eulenoptik. Es wurde 2014 gekauft, aber kaum benutzt. Leichte Gebrauchsspuren vorhanden. Preis 14 Euro. Schön ist es auch. Interesse, okay. Okay. Ja, will haben, okay. Ja, machst du Preis, okay? Okay. Okay.
So, meine Damen und Herren, das war's tatsächlich. Das war eBay Kleinanzeigen K.O. mit Florian David Schmidt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.